Willkommen, ihr Lieben, zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Und ich nehme jetzt am Samstag auf, also die Aufnahmen hier, die ihr jetzt heute vermutlich auf einem Montag seht, habe ich schon Samstag aufgenommen und ist noch aus der letzten vorherigen Liga. Ich hatte also darum gebeten, dass im Clan Herausforderer hier der CK noch nicht gestartet wird, weil ich ganz gerne noch was für euch festhalten wollte. Ihr habt das schon im Bildchen gesehen, echt eine unheimlich starke Taktik und ich hatte das bis dahin so tatsächlich in der Form noch nie irgendwo gesehen. Vielleicht auf einschlägigen Kanälen wurde das sicherlich schon mal gezeigt, aber ich selber war da so ein bisschen überrascht, dass sowas überhaupt geht. Aber bevor wir loslegen, kurzes Fazit hier, beziehungsweise kurze Geschichte hier, einmal ein Hinweis auf dieses schöne kleine Video. Und falls ihr es noch nicht gesehen habt, ich möchte es auch nicht spoilern, aber ein King, also ein König, wäre nicht ein König, wenn er nicht mehrere Sachen im Petto hätte. Aber mehr möchte ich dazu gar nicht sagen. Guckt euch diesen kleinen, schönen Film einfach ein bisschen an. Und schön gemacht, schön animiert. Und ist eine ganz witzige Story, keine Frage. Es kommen natürlich nicht nur Charaktere aus Clash of Clans vor, sondern auch aus den anderen Spielen, vor allen Dingen aus Clash Royale. Aber trotzdem schön anzuschauen. Also tut euch das ruhig an. Ich meine, sie haben hier ja auch schon ganz schön einen Affen rum gemacht. Und deswegen lohnt es sich in jedem Fall, das Ganze mitzunehmen. Wir haben auch ein Event hier, glaube ich. Ja, mal sehen, ob ich das hier mit dem 13er überhaupt spiele. Keine Ahnung. Und denn das Wochenende war ja dann doch, glaube ich, stark von Streams. Nicht befangen, sondern war sehr, sehr, sehr streamlastig. Denn das Turnier vom Noobs im TV war sehr, sehr nett, denke ich mal. Ich weiß es noch gar nicht, denn ich nehme jetzt vor den Playoffs auf, also vor der 16.03 Uhr Streamfolge, so will ich es mal nennen. Und weiß noch gar nicht, wie lange ich hier eigentlich sitze. Ob ich jetzt noch länger da sitze, ihr werdet das dann von mir erfahren. Ich versuche das Ganze jetzt auch immer so ein bisschen auf den sozialen Kanälen zu posten, was ich so tue, was ich so treibe, was ich so mache. Und denn da muss ich mich jetzt einfach mal so ein bisschen mehr mit beschäftigen, so ein bisschen Twitter, Facebook, Instagram und so weiter. Aber da benötige ich sicherlich irgendwo so hier und da eure Hilfe. Das Ganze geht immer ganz einfach über meinen Discord. Also Beschreibung ist in der, oder der Link zum meinen Discord-Server ist in der Beschreibung immer unter meinen Videos. Und da stelle ich sicherlich mal die eine oder andere Frage, wie geht das, könnt ihr mir mal helfen und so weiter. Aber nichtsdestotrotz wollen wir hier trotzdem mal reingehen. Vorab natürlich Glückwunsch. Der Clan hier ist mit 7 Siegen hier durchgerauscht durch die Meisterliga 2 und spielt in der nächsten Season Meisterliga 1. Also schon sehr, sehr dominant gewesen, auch was die Sterne und die gesamte Zerstörung angeht. Vor allen Dingen die Sterne hier. Das letzte Spiel war nämlich gegen den zweiten und aus dem letzten Spiel habe ich auch exakt diese beiden Angriffe. Also Hybrid und Blitz oder Blitzhybrid, das könnt ihr nehmen, wie ihr wollt. Bisher habe ich das in der Form so noch nicht gesehen. Und ich muss jetzt mal eben schauen, wo ich anfange, bei wem. Ich glaube, ich fange mal mit dem Billy an. Ja, wir fangen mal mit dem Billy an. Der Billy hat da nämlich mit angefangen. Ich pausiere eben mal. Aber ihr seht schon, die Base hier ist hervorragend zum Blitzen. Was auch immer, was man hier auch immer wegbekommt, aber wir gucken mal rein. 10 Blitz, ein Erdbeben und dann nur noch einen einzigen Heilzauber. Ich nenne das immer ganz gerne, okay, er hat noch zwei Heilzauber, weil die Wardenaura ja auch nochmal heilt und alle in die Immunität versetzt. Aber schaut mal, was er damit rausbekommen hat hier. Zwei Scatter, ein Adler, Clanburg, X-Bogen. Fragen? Keine. Okay, alter Falter, das war echt heftig. Und mit dem Sui-Part hier auf die oder in Richtung Clanburg geht es jetzt weiter. Er hat keine Supermauerbrecher dabei und ich muss jetzt mal gerade schauen. Ich habe den erst einmal gesehen, wie er hier eigentlich noch weiter vorgegangen ist. Also außen schon mal so ein paar tote Gebäude weggemacht und dann mit King und Queen hier rein. Die Queen kommt tatsächlich hier gleich ans Rathaus. Das hätte ich nicht gedacht, dass die Range so weit ist, aber Tornadofalle direkt vorm Rathaus, aber kein Thema. Im Moment nur ein bisschen Beschuss auf die Queen. Er zündet sie jetzt aber dennoch und bekommt natürlich nicht die Clanburg, die Clanburg hat ja schon die beiden Helden, die da noch rumlungern. Aber beim Hybrid-Part, das wisst ihr, ist man ja nicht nur mit Hawkridern unterwegs, sondern auch mit Minern. Und jetzt wird hier gegengefunnelt mit Kaserne.
Und von hier unten kommt jetzt schon die Miner Crew hier rein. Hawks hinterher. Und den Royal Champion, da wartet er noch ein bisschen mit. Denn der kann natürlich auch Helden erledigen. Womöglich kommen aus der Clanburg noch Hawk Rider mit dazu. Aber Royal Champion jetzt hinter einem Ice Golem gesetzt. Also auch der wird erstmal heftig weggetankt. Hier, da kommen die restlichen Hawks. Und jetzt geht der Royal Champion hier mit Richtung Helden. Also gut geplant. Man kann natürlich auch einfach einen Hunter mitnehmen, also eine Kopfjägerin, um die Helden in der Mitte zu stören, zu vergiften. Naja, aber wie gesagt, ein Heilzauber nur da und der Rest muss einfach so erledigt werden. Das hat hier echt gut geklappt und wie gesagt, ich habe das noch nicht so gesehen in der Form. Und ich wollte es aber unbedingt festhalten, denn ja, das ist schon ein bisschen tricky, will ich mal so sagen. Also weil so ganz zauberlos dann hier durch so eine Base durchreiten und die Hawks schaffen das hier alles und die Miner auch außen noch ein Packer. Okay, werdet ihr jetzt sagen, ja, Toto, die Base, die war ja längst nicht Max und so weiter. Da habt ihr natürlich nicht ganz unrecht, aber das geht auch, wenn man etwas stärkere Dörfer hat. Also die Kombination könnt ihr euch mal wegschreiben. Kann man sehen, wie man will, ob man jetzt vielleicht ein Hawk weniger nimmt. 23 Miner. Alter Falter, ein Hawk weniger nimmt und dafür vielleicht einen Hunter mitnimmt oder sowas, beziehungsweise ein Hunter hat 6 Platz, also vielleicht ein Miner weniger, so würde ich es mal sagen. Aber sonst glaube ich, gute Wahl und das gleiche, nur auf eine etwas stärkere Base, hat der Herr Homebutton gemacht, also auch hier, weil es ist, glaube ich, vom Design her die gleiche Base, ne? Okay, Gelächter. Es ist vom Design her die gleiche Base und gleiche Vorgehensweise. Hier exakt die gleiche Truppe hat er genommen. Auch kein Kopfjäger dabei. Und aber diese Base hier ist schon ein bisschen stärker ausgebaut. Das seht ihr, das geht schon so an Max Stratos 13 ran. Aber nichtsdestotrotz macht er hier genau das Gleiche. Und mal sehen, ob er das auch exakt so hinbekommt. Manchmal ist es ja so, wenn du einen Angriff nachspielst, dann bekommst du es nicht unbedingt exakt so hin, wie es der gemacht hat, der es vorgemacht hat. Er blitzt hier noch ein bisschen behende, also ein bisschen abwartend und mal sehen, ob er auch dieselbe Menge rausbekommt hier jetzt mit dem Erdbeben. Ja, kriegt dieselbe Menge hier raus, das ist echt der Hammer. Es ist wirklich der Hammer, wie viele Felder er hier jetzt mit den 10 Blitz geschafft hat und wie viel Defense hier jetzt eigentlich auch schon fehlt. Also oben Babydrache und hinten auf der Seite. Oben könnten jetzt gleich auch wieder die Bogenschützen kommen, aber mal sehen. Auch hier geht er jetzt mit Queen vor. Wahrscheinlich gleich dann auch ein Ice Golem und King. Mal sehen, auf welcher Seite erstmal. Man muss auch erstmal ein bisschen abwarten. Wo geht die Queen eigentlich hin? Aha, die Queen geht exakt zur Mitte. Also zum Rathaus kann er früh die Queen ruhig zünden. Das macht nichts. Denn er hält, glaube ich, seine Queen damit doch noch ein kleines bisschen länger am Leben. Oben kommt der, ich will nicht sagen Gegenfunnel, aber oben kommt der Funnel für die Miner. Denn die sollen ja aus der gleichen Ecke kommen wie eben bei dem Angriff von Billy, der davor war. Und so muss er jetzt kurz ein bisschen warten, bis der Packer und auch die Magier hier unten das Labor geschafft haben. Und danach können alle Truppen einfach nur noch Richtung Base Mitte gehen. Das machen sie jetzt auch. Und meiner mit dabei. Hier sind die Hawks ein bisschen eher mit am Start. Jetzt kommt wieder ein Heilzauber, beziehungsweise auch hier. Ah, schade, der Ice Golem war jetzt unnötig, denn der hat nichts weggetankt. Der hat einfach nichts weggetankt an der Stelle. Den hätte man einfach irgendwo hier oben vielleicht setzen sollen. Einfach so als Sui. Denn auf der Ecke hier unten, da, das waren jetzt 15 verschwendete Truppenplatz für einen Ice Golem, der eigentlich hier für den Ausgang dieses Spiels hier keine Rolle mehr spielt, aber vielleicht tankt er ja doch noch was, aber ich denke mal, der ist einfach zu langsam, will jetzt auch durch die nächste Mauer durch. Die Magier helfen ihm da zwar so ein bisschen, aber jetzt ist auch das weg, also dann wandert der einfach immer weiter rum und hilft am Ende vielleicht beim Clean-up, aber richtig getankt hat er nicht. Also ich habe ja gesagt, 1:1 solche Angriffe nachspielen hier ist nicht ganz so einfach, beziehungsweise es klappt nicht immer, aber hier hat es natürlich funktioniert. Auch wenn es ein bisschen anders aussah, also Royal Champion und dann den Ice Golem, vielleicht andersrum, erst Ice Golem, dann Royal Champion, dann klappt das da unten auf der Ecke auch. Aber trotzdem hat der Homebutton das gut gemacht hier und Billy hat das gut gesehen, dass das die gleiche Base ist. So muss man es ja auch sagen, manchmal siehst du es ja nicht. Und
Wenn dann schon eine Base gedreiert wurde mit dem gleichen Design, dann ja, kann man das natürlich nachspielen, wenn es dann zwei werden, Leute. Ist ja auch nicht so tragisch. Aber so kann man es machen und echt stark gemacht. 10 Blitzzauber. Okay, wäre auch mal was, um das Ganze mal ein bisschen durch die Legende zu pushen. Aber die Base muss natürlich passen. Und hier hat das absolut gepasst. Also nochmal Glückwunsch an die Herausforderer zum Aufstieg in die nächste Klasse. Und es wird nicht einfacher, es wird eher schwieriger. Aber ich wollte das für euch festhalten. Ich hoffe, das hat euch auch ganz gut gefallen, dass ich das hier gemacht habe. Ich wünsche euch jetzt schon vorab, ist auch ganz witzig, dass ich euch auf den Samstag einen coolen Wochenstart wünsche, weil ihr die Folge jetzt erst am Montag seht. Aber ich hoffe, das ist nicht ganz so schlimm. Wenn nein, dann lasst mir einfach einen Daumen nach oben da, abonnieren nicht vergessen, am Kanal dranbleiben und dann sehen wir uns in weiteren Folgen. Bis dahin, euer Toto. Clasht.